Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Sie nennen sich Corona-Rebellen, bezeichnen unsere Demokratie als Impfdiktatur, pöbeln Minister im Deutschen Bundestag an und halten sich nicht an geltende Hygieneregeln. Verschwörungstheoretiker haben im Angesicht der Pandemie leider Hochkonjunktur. Und weil sie im Internet Fake News verbreiten, werden sie zu einer wachsenden Gefahr für unsere Demokratie. Diese Leute treten für einen Staat ein, der die Schwächsten, die Hochrisikogruppen, unsere Eltern und Großeltern nicht schützen soll. Das ist menschenverachtend. Wir Freien Wähler haben diese besorgniserregende Entwicklung am Dienstag deshalb zum Thema der Aktuellen Stunde im Landtag gemacht. Gesellschaft in der Krise, Einigkeit statt Egoismus, Fakten statt Fake News, so der Titel. Denn wir wollen nicht zulassen, dass die große Mehrheit unserer Bürger, die sich an die Corona-Schutzmaßnahmen hält, zunehmend von einer kleinen, aber äußerst aggressiv auftretenden Minderheit übertönt wird. Deshalb setzen wir uns jeden Tag mit den Corona-Schutzmaßnahmen auseinander, etwa indem wir fachliche Expertise einholen. Dazu habe ich vergangene Woche einen digitalen runden Tisch ins Leben gerufen. Zu Gast war neben Vertretern freiwilliger Hilfsdienste, Soziologen und Politikwissenschaftlern auch Bayerns Top-Virologe Professor Oliver Keppler. Ich habe ihn gefragt, was wir tun können, um bis zur Massenverteilung eines Impfstoffes einigermaßen gut durch diese schwierige Zeit zu kommen. Und Keppler gab ganz klare Empfehlungen. Eine Verminderung der Sozialkontakte um 75%. Ein konsequentes Maskentragen, Abstand halten und Lüften in öffentlichen Innenräumen, also auch im Berufsleben. Ein besonderer Schutz von Hochrisikogruppen, unter anderem durch Bereitstellung zertifizierter Masken und empfindlicher PCR-Tests. Soweit Professor Keppler. Ihr seht, gerade vor wichtigen Entscheidungen, die zum Beispiel Beschränkungen unserer Lebensqualität zur Folge haben, informieren wir uns umfassend. Nichts liegt uns ferner, als leichtfertige Entscheidungen zu treffen. Im Gegenteil, wir wollen Rechtssicherheit schaffen. Wir wissen um die Ängste vieler Menschen vor den Corona-Beschränkungen und versuchen deshalb, euch bestmöglich zu erklären, warum wir so und nicht anders handeln. Dazu noch ein paar Zahlen. Allein seit März diesen Jahres gab es im Landtag 710 Anträge, 539 Anfragen und 20 Gesetzesinitiativen mit Bezug zum Coronavirus. Schon vor diesem Hintergrund kann ich euch versichern, seit Eintritt in die Politik habe ich mich mit nichts anderem so intensiv beschäftigt wie mit den Folgen der Pandemie. Ich würde mich daher sehr freuen, wenn auch ihr mithelft, Fake News zu bekämpfen. Dort, wo Mythen rund um Corona ihre Ursache haben. Im Internet. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.